So, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Night in the Woods. Beim letzten Mal haben wir uns hier in der Stadt ein bisschen umgeguckt und ihr habt mir einen Tipp geschrieben. Zumindest habe ich einen aus den Kommentaren entnommen. Vielleicht waren da sogar mehr. Ihr habt mir gesagt, es gibt einen Brezelstand und dort könnte eventuell etwas zu essen für die kleinen Tierchen sein. Und deswegen gehen wir dorthin. Ich wollte die Katze mit Greg angucken, aber ich habe mich dagegen entschieden, sie mir auf YouTube anzugucken. Ich werde auf meinem Laptop... Übrigens, kurzes Laptop-Update für euch an. Warum wird das Spiel jede Folge immer lauter? So, ich hab's jetzt woanders leiser gezogen. Das Spielwort dann war jede Folge immer lauter. Ja, ich hab ein, ich werde auf meinem Laptop das nochmal spielen, das Spiel, bis zu dem Punkt mit der Greg-Mission und die Greg-Mission dort aufnehmen. Ich habe ja das Video zu dem Laptop gemacht und habe gesagt, ich kaufe den mir selber. Hat sich ergeben, dass ich mir, trotzdem selber kaufe, ja, aber ich da durfte direkt das Demo-Muster kaufen, was ich da hatte, was ich eigentlich zurückschicken sollte. Heißt, den habe ich jetzt hier. Und, ja. Da muss ich nur kurz dann GOG Galaxy installieren. Also Good Old Games Galaxy ist sowas wie Steam, bloß dass die Spiele da DRM-frei sind. Und das nochmal so weit spielen dort. Und ja, dann können wir das machen. So, dann snacken wir uns mal eine Brezel. I bet some red babies would love a delicious Brezel. Ist jetzt ein Minigame? Okay, okay, May. You're only gonna get one shot at this. Just gotta freeze when he looks over. Even if you're holding a Brezel. No, no movement. It's simple psychology. You've done this before. You've still got it. Easy, easy, easy. Okay, go. Ich bewege mich nicht. Ich bewege mich nicht. Ich bewege mich nicht. Nicht bewegen. Ich warte lieber immer länger. Okay, und runter. Ja. Ach so. Ich muss noch weiter. Hä? Aber ist doch voll dumm. Ich hab sie doch schon in der Hand. Na egal. Wir snacken einfach weiter, die Brezel. Ach, in die Tasche. Das ist unsere Seite. Wie dumm sieht die denn aus? Okay. I am the Bandit Queen. I am the Bandit Queen. Um es richtig zu sagen, wie sie es gesprochen hat. So. Gut, wir haben uns eine Brezel gesnackt. Was ist eigentlich hier? I can't believe they've kept this open. Historical note, I guess. I think it's just because the old people like the pierogi scent. Never underestimate the ability of old people to get state founding. Ja. Ich bin gerade sehr durcheinander. Ah gut, wir haben etwas für unsere kleinen Rattenfreunde. Deswegen würde ich sagen, klettern wir da mal kurz hin. Dürfen uns ja hier auch durch die Stadt bewegen. Und ich weiß übrigens, dass das eine Frau ist. Wegen Aunt. Ich spreche sie einfach nur mit einer dunklen Stimme. Es tut mir leid. Ich weiß, dass es nicht Onkel Maulkopf ist, sondern Aunt Maulkopf. Aber hey, ich habe euch verwirrt und es tut mir leid. So, wo waren die Ratten? Irgendwo in einem Haus oben. Entweder hier oder... ich glaube, die waren ein Gebiet weiter rechts, oder? Ich glaube, ich war da schon richtig. Wir sehen uns bei den Ratten. Du, das kenne ich alles schon. Ich möchte nur eine Brezel abliefern. Bitteschön. Alright, my little miracle rats. Time to eat. Okay. Wow, you're hungry. Very hungry. I guess I'm your mom now? I don't know if I'm even ready to be a mom. Muss ich jetzt jeden Tag eine Brezel klauen? No, seriously. Is this thing... this thing is clearly marked as something it is not. I'm coming back for you, exit door, and we're gonna have a little chat. With my boot. Worst exit, easily. Okay. Cool. Wir wollten in die Kirche reingucken, allerdings hat das Rattenfüttern mich ein bisschen abgelenkt. Deswegen werden wir jetzt direkt dorthin marschieren. Und uns mal angucken, was uns dort drin noch erwartet. Und dann können wir den Tag eigentlich endlich mal vorantreiben. Der längste Tag in der Geschichte des Spiels. Zumindest bis jetzt. Weil ich mal nicht einfach direkt irgendwo hingehe, wo ich hin soll. Ich hätte ja auch direkt wieder nach Hause gehen können oder so. Okay. Die heiligen Hallen. Gott spricht zu mir. Oh Gott, ich habe eine Tür berührt. Kann ich hier beichten? Nee. Liebe, Frieden, Freude. Okay. Höret mich an, liebe Bürger von Possum Springs. Wir haben zwei neue Rattenbabys. Und die sind süß. Dankeschön. Bitte esst jetzt alle eure trockenen Chips
und schenkt mir Geld. Ach da, zu Mutti. I'm busy. Ja, wir hatten ja auch nicht so das tolle Gespräch am Morgen mit unserer Mutti. Hätten wir mal ein paar Tage früher hierher gucken sollen. Aber ich bin verpeilt. Deswegen kein weniger Dialoge. Heißt weniger, was ich falsch aussprechen kann. Ich weiß, es beschweren sich nicht so viele. Letztendlich aber. Ich sag's halt trotzdem gerne mal. Ist doch schön, wenn man noch Selbstkritik hat. Besser als, dass ich dann am Ende irgendwie arrogant da stehe und sage, es ist doch mir scheißegal, ob ich was falsch ausspreche. Ist es ja nicht. Ich will mich ja nur bessern. Ja. Gut. In der Kirche war jetzt echt sehr wenig los, muss ich sagen. Deswegen gehen wir einfach nach Hause und bereiten uns auf das Fest vor. Das sollte ja jetzt stattfinden. Ich meine, wir haben alles gemacht. Ja, yeah, wir haben sogar mit Greg ja noch Zeug kaputt gemacht. Und wir sollten Ausschau nach Anagrammen halten, oder? Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher. Naja, wenn ich irgendwas sehe, wenn ihr irgendwas seht, könnt ihr es mir auch Bescheid geben. Außer natürlich, ihr kennt das Spiel schon, dann pst. Nicht spoilern hier. Als wüsste ich jetzt, wer was weiß und wer nicht. Ja, egal. Okay, gut, dann gehen wir in unser Haus. Ab geht's. Das Haus mit dem Stern. Dort wohnen wir. Das Sternenkind. So, Mutti sollte ja jetzt nicht mehr daheim sein. Oh. Die Getränkeflasche mit dem Mond. Und ich sollte eigentlich nur in mein Zimmer gehen. Ich kann ja eh nirgends hin. Ja, okay. Wir haben ja noch den merkwürdigen Zahn beim letzten Mal gefunden, wo ich keine Ahnung habe, was der macht. Aber hey. So, ah, Spiegel, da kann ich mich wahrscheinlich jetzt so angucken und sagen, oh, ich bin sexy. Oh yeah, normal clothes. Oh yeah, the time to get spooky. Ja, no. Sweet. Witch Dagger? Warum Dagger? Keine Ahnung. Ah, wir haben ein Messer in unserem Hut. Süß. Schauen wir mal, ob jemand irgendwas geschrieben hat jetzt mittlerweile. Nein, scheinbar nicht. Ich kann nicht mehr hüpfen. Ich bin eine Zauberkatze. Miau, 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 miau. Okay. Cool, dann sind wir jetzt bereit für Halloween. Sehr nice. Mal wieder abends raus zu dürfen. Wie es klingt, so als wäre es verboten. Und unsere Familie ist nicht daheim. Gut. Hello? They must be already out. Harvest! Yay. An Halloween passieren nie gruselige Sachen. Halloween, Harvest. Kürbisse von den ganzen Stadtbewohnern. Cool. Da kann ich auch nicht drauf gucken. Da hoch kann ich auch nicht. Ich kann ja nicht hüpfen. Bedenkt das. Ich mache das Spiel kurz wieder lauter, weil ich selber nichts mehr höre von der Musik und die wirkt recht cool. So. Ja, schon besser. Oh Gott, direkt ultralaute Geräusche. Hey, da ist das Krokodil und die Eule. Und die Hipster-Kinder aus der U-Bahn und Market House. Was schreibt denn B? Hey, when this thing is supposed to start? 10 minutes, I think. You think? This is a nightmare. Why did I ever agree to do this? Chamber of Commerce owns me big for this. Jeez, I hear ya. What? Okay, so here's the thing. You won't have many lines. What? I've had like 3 no-shows. Why? Because this whole thing is stupid and nobody cares about it. B. Please, it's the fun part. B. Yeah? We will totally save your ass. I might have this memorized from when I was a kid. Probably not. They rewrote it like 6 times in the past 2 years to be spookier. So it's like 20% actual history now and like 80% spooks. So it's like fake history now? It's like the bad remake that doesn't respect the source material. It starts off normal but gets... Anyway. You got like 5 minutes to look at your lines. Psh, I can wing it. May, please don't wing it. Okay. Ich hoffe, ich konnte nirgends anders hingehen, aber auf jeden Fall müssen wir scheinbar eine Theateraufführung machen. Über die alte Geschichte, über diesen Geisterjungen, nehme ich an. Ist ja die einzige Geschichte, die die Stadt hat. Oh, I didn't see you there. Be a ghost? Ah, be here to here? The tale of how Possum Springs came to be? Through the mists of time I see
Very Fur Trappers from 1793. Brother John. Yes, Brother Stephen. From this vantage point, I do spy a deep hollow, and within a great dead tree, and besides with a witch a spring. Blessed are we, Brother Stephen, for truly my throat is parched. From these long and arduous U, O und U hintereinander, schönes Wort, travels, incurring these 300 beaver pelts. Let us make haste, O excellent brother. Ich bin die Zauberkatze. Ho, travelers, spare a crust of bread for a needy woman. Haggard, witch. Horrible to look upon. Cruel young man. He did not offer... Oder sagt man es je oder je? Ich weiß es nicht. He did not even offer one of the... Thy... Die Scheiße, diese ganzen englischen. Das hätte ich jetzt. Weiß ich, komme mit normalen Englischen schon nicht klar. 300 fine beaver pelts to warm my ancient bones. I shall curse ye and thee. And this very night ye shall perish. I am fearful. Steady, brother Stephen. I did not venture out into these hills to just words with a hell hag. I was born among these trees, neath a harvest moon, and ye shall die under that moon. Brother John, I am frightened. Faith, brother Stephen, art thou so easily shaken by the ramblings of an old crone? Come, help me carry these 300 beaver pelts. But little did anyone know that the witch did not curse in vain. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mal die Sätze verstanden. So gut ist mein Altenglisch. Wen wundert's? Also irgendwie doch. Ich habe so ein bisschen verstanden vom Kontext. Es war jetzt bisher, ich versuche selber zusammenzufassen, für mich einfach, die zwei Brüder sind da unterwegs. Der eine hat 300, oder die haben 300 Biberpelze und die Hexe wollte die haben. Und weil sie nicht hergeben wollten, hatte sie sie verflucht, nehme ich an. Keine Ahnung. Help, help! Who will help a poor traveler? Oh, hallo Greg. By the moon and stars above us, sir, I beseech thee, what is thy trouble? You are in this? Yup. Ah, witch! Yup. I swear thee, friend, that this very day, this horrifying crone did curse my brother and I to die. Swounds! We camp by this very spring beneath the dead tree, and even now his body lieth upon the earth, lifeless as a pile of 300 beaver pelts. Oh, it chilleth the hearth! A curse upon root, young man. I did curse the spring. A curse upon root, young man! That's not, Das war doch der Frühling. Okay, es war falsch. Fuck. Ja, okay. Na, obwohl. Ich konnte es nicht wissen. She has cursed the spring and now I shall die. Wow. I'm also undone for... I have strength of the water. Don't leave me here, Greg. Bye. And yet even there the curse lust for blood would not be sated. Okay, Szene 2 haben wir verkackt. Danke, danke für den Applaus, der nicht vorhanden war. Dann versuchen wir Szene 3 zu schaffen. Warum muss man bei diesem Spiel denken? Gaze upon them, gaze upon these spirits. Brother, we are no ghosts. Ah, I am tormented by the accusing glare of 300 ghostly beavers. It would seem that all who die here are cursed to never leave. Doth? Okay. Doth that witch know what she hath done? Achso, der hat einfach nur bibermäßig geredet, so mit dicken Zähnen. Keine Ahnung. Crap.
For what is a ghost? For each man is determined on his path. Oh Gott! Ich habe doch keine Ahnung, was das Richtige ist. Probieren wir das Erste. Wir können über Geister reden? Oder über die geplanten... Nee. For what is a ghost? But that which haunts the empty space. That was once full? And once haunted, can a place be unhaunted? Der Hausmeister? Jo, from the bus station. Young witch, it is I, the god of the forest. Just don't expect you to... Ain't that the way? So, witch, thou hast tarried too long in this world. I banish thee to wander in the night through the stranger places. Oh Gott, how did you know? Young witch, let me speak wisdom to you. We begin and we end at night in the woods. But that is not the whole of the story. This is your line. How do you know so much about me? Fuck! Falsches. Young witch, I know more than thee could ever know, for I am as old as these trees. Beware as you go, for there are ghosts. Woo! Take care. Okay, ich sehe eine 3 auch verkackt. Schön! Also wenn schon, dann bin ich durch und durch ein Tollpatsch. And so was founded this festival. On Halloween we shall celebrate the dying of the year and the founding of Possum Springs. A major ghost decreed. The beaver population suffered as deathline. And now our biggest exports are corn and pumpkins. We used to be county seat. Now leave before I curse you all. Oh no, audience. And that's our show. Be careful as you leave here. Who knows what may lurk in the darkness? Also be sure to pick up a flyer on your way out from the Possum Springs Chamber of Commerce. Support your spooky local business! Hey, ich hab den letzten Akt geschafft! Ja! Wie viel haben wir falsch gesagt? Sätze 2, glaube ich, gesamt. Von was weiß ich wie vielen. Jeez, thank guys. I'm never doing that again. So, what are we doing now? Well, I'm going home. Angus is making dinner and we're gonna watch horror movies. Can I come? It's more a date thing. Oh. What are you doing, B? Chamber of Commerce folks are going to the buffet out by Ham Panther. Kinda have to go, business stuff. I hate this. But you're good at it. Both of those things can be true. Can I come? Nope. Okay, well. Good night. Night. Dann reden wir mit dem iPhone-Bären. Das ist garbage. Da passiert was. Ja, die Reaktion sollte ich ein bisschen früher haben sollen. What the? Oh mein Gott. Hey, anyone? Shit. Finally, the story. Hier it is. Läuft von alleine. Hä, was ist... Also irgendwer mit einem Kostüm auf jeden Fall. Das war ja sonst sehr groß. Keuch, keuch. Where the hell did he go? Shit. Ah, jetzt darf er laufen. Ich darf immer noch nicht hüpfen. Aber wahrscheinlich in die Richtung. Hier ist der Zaun zu. Da steht er, es... Es könnten auch gestapelte Kinder sein, aber ich denke nicht, dass gestapelte Kinder stark genug sind, irgendwen zu erwürgen und zu entführen. May, go home. There's a guy up there on the hill. He stole some kid. He looked like a ghost. A ghost, huh? Or something like that? May, you shouldn't be out here. Doing whatever it is you're doing. No, no one should be out here, but there's a this guy. I'll drive you home, May. No. May, now. Okay. Das sieht nicht aus wie das Auto. Träumen wir? Aber wie soll es ein Traum sein? Wir waren ja eigentlich noch wach. Okay, wir laufen einfach mal gemütlich da lang und
schauen, was uns erwartet. Auf jeden Fall cool mit der schwarzen Silhouette von uns einfach nur. Irgendwas ist da sehr laut. Hallo? Ich bin May. Ich bin hier manchmal. Okay. Welch interessantes Halloween-Fest. Part 3. The Long Fall. Hey, wir haben den nächsten Tag erreicht. Ohne schlafen zu gehen. Dann war es vielleicht ein Traum. Die Aufwachmusik war anders. Hallo? Was geht ab hier im Laptop-Reich? Hey May, thanks so much for your help last night. Woke up and realized that I completely imposed in a big way. Thank you, I really appreciate it. I'll be at work cleaning up after last night, if you want to say hello. Oh, vielleicht können wir das mit Quick jetzt noch machen. Hey dude, sorry, couldn't hang out last night. Angus says he's sorry too. Band practice today, to die, because I'm in charge and I say so. Off to work, bye. Oh nee. Hallo, Schalke. Schön, dich getroffen zu haben. Okay, interessanter Traum. Interessantes Geschehnis. Ich gucke hier einfach nochmal rein. Ich denke nicht, dass sich hier jemals noch was ändern wird, aber... Hey, sicher, sicher. Nee, hier ist nichts mehr. Ich habe jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht Lust, jeden Tag hier reinzugucken, ob hier sich was ändert. Naja, ist hier nur 10 Sekunden eigentlich. Tun wir es uns an. So, erstmal mit der Uhr reden. I wonder if the new working clock downstairs think this clock is scary. Big old things upstairs, like you, but different. Huge and spooky, making weird noises at night. Oh, I can't find this thing spooky. It's a piece of granite. We need more of those. We're all looking a bit older, I guess. We have to take one moment and make it like the official version of us. You're just like the same every day. What is your bird existence like? Yeah, this is... Oh. Do we have any detective boots out here? Oh, of course we do. Do we have any books about ghosts, like real-life ghosts? Do we have any books for nutjobs, I guess? No, this is good. Research is good. Confront a problem head-on. You're not losing it, dude. You are in fact keeping it. Very close. Ende sind wir die Verbrecher. Hey, hon. Yeah? Come say hello. Why don't ya? Why don't ya? Ist unsere Mutter wieder besser gelaunt? Ich weiß es nicht. Hey, hon. Hey, mom. You look really tired. So do you. Also I have a splitting headache. Well, this weather seems to agree with you. Gray and drizzly. I could go for that today. Hey, hon. Yeah? Sorry about yesterday. Me too. I said some stuff. I didn't really mean it. Well, whether you meant it or not, that isn't how we should communicate. I don't want us to stop talking. I don't want a repeat of a few years ago. I'm really sorry, Mom. About all of it. Hey, May. You okay? I'm fine. Guess I'm stressed to you. Stressed too. Saw some weird stuff last night. Well, I think I did. Want to talk about it? Later. I'm still like putting it together. Can we talk about school? Also later. Streiten wir doch nur wieder, wenn wir über Schule reden, Mutti. Lernst es nicht. Die Bauarbeiten sind weg, weil... Oh, sind ja wirklich weg. Hallo? Farming. I could farm. If I stay in town long enough, I could see getting into the farm life. The problem with farms is the amount of poop. Like even if you don't have animals, you actually buy poop or something and shovel it all over the place. It's madness. It's poop madness. Das stimmt. Besonders wenn ihr auf dem Land wohnt, dann kennt ihr den Geruch von Düngemittel zu Genüge. Mint steht auf der Brücke. Bridges freezes before road. Okay. Welcome to historic Possum Springs, original county seat of Deep Hollow County. You're not lost, you're here.
After this a few miles and you go under the highway. And it's just rolling fields and farms. I miss the corn mazes this fall. At the haunted barn in Birdle, always next year. For campfires and corn dogs. Weird, the town ends like, bam, right here. There's like a line somewhere that no one can see, but you can put it on a map. Oh, ja, cool. Da ist das Ende der Stadt. Wir haben ein kleines Stückchen mehr Stadt bekommen. So, was? Können wir hier von der Brücke springen? Ah, nein, wir können uns hier hinsetzen. Wenn wir lang genug warten, geht die Kamera nach unten. Nein, sie bewegt sich nur nach oben und unten. Okay. Sweet. Könnten wir hier ein bisschen auf der Brücke chillen. Ja gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für den heutigen Part. Heute mal ein bisschen kürzer. Scusi. Scusi, Senoritos. Vielleicht schaffe ich es bis morgen, das zu nachzuspielen. Ich hoff's. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal gucken wir uns um und schauen, was wir erreichen können. Oh, guck mal, wir haben sogar aufgezeichnet. Mysteriöse Figur mit Bein und Schwarzloch. Nice. Haben wir einige Löcher noch in unserem Buch, aber das füllen wir bestimmt früher oder später. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann. Euer Zimbelmann. Tschüss.